Die Kosten für einen Flüchtling für Lebensunterhalt, Unterkunft und medizinische Versorgung belaufen sich auf 1.000 Euro im Monat. Für das hochverschuldete Mülheim bedeutet das für 500 Flüchtlinge 6 Millionen Euro im Jahr. Das sind 6 Millionen Euro, die wir im Jahr aufbringen müssen, die wir nicht haben. Also die finanzielle Situation der Stadt Mülheim sieht so aus, dass wir uns freiwillige Aufgaben, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, nicht mehr leisten können. Das trifft dann Vereine, Verbände, das trifft den Sport, die Kunst.